Willkommen YouTube, wir machen weiter mit Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir den Magnet bekommen. Ich habe mich umgekleidet, BD1 auch. Und jetzt gucken wir mal weiter, ob wir jetzt auf die zweite Schwester nochmal treffen. Ob wir sie jetzt vielleicht töten müssen. Ich glaube nicht. Halt. Aua. Ey. Zack. Ah, das war nicht so klug. Das war jetzt gar nicht klug. So, was war hier nochmal? Warum sind die Dinger zu? Jetzt wird gekämpft. Sieht nicht gut aus. Bleibt auf Distanz. Ist das eure Art zu kämpfen? Wie wär's damit? Und... Haha. Wir schleudern ihn einfach mal komplett rüber. Okay. Ernsthaft? Du hast mich hier runtergeschossen. Zack, erstmal wegschießen das Teil. Zack. Und du bist vernichtet. Okay, hier haben wir so eine kleine Schneise. Nee, lass mich hier mal runter. Hier ist gar nichts. Oh. Als er während ein atmächtiger Angriff gab, wird er verwundbar. Nutze den Magnet, um sie zu unterbrechen. Oh, yes. Oh, ja. Komm her, du scheiß Typ, du. Na? Sitzt hier ein paar auf dem Poncho-Gesicht? Oh. Das war ja nett. Oh, das war ja nochmal nett. Wir müssen hinter ihn kommen. Oh, haben die deinen Magnet hier rausgezogen? Okay. Ich liebe diesen Magneten. Und zack, das muss man haben und das auch. Ich liebe jetzt schon diesen Magneten. Und weiter geht es. Weiter im Geschäft. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, wir nehmen uns die Magneten. Sorry Leute, ich mag aber diese Fähigkeit der Jedi sehr gerne. Also schon immer so, wisst ihr? Beim Star Wars gucken. Warte mal. Ach so. Und jetzt wickeln wir das da rum. Ah, ich hab verstanden. Zack. Zack. Oh. Träum weiter, als ob ich das nicht kann. Er weicht sehr schnell aus. Ja. Mach dich fertig. Kamerad am Boden. Ja, macht mich fertig. Na kommt. Nicht nachlassen. Was ist denn los? Hä? Wolltet ihr mich nicht fertig machen? Habt ihr das nicht eben noch großkotzig angekündigt? Verzieh Leine, du Drohne. Da ist er. Direkt da. Kommt her. Okay. Okay. Wir können gerne hier eine Runde spielen. Habe ich jetzt so gar kein Problem eigentlich mit. Bringt es jetzt zu Ende. Aber bitte alleine. Alle Jedi müssen sterben. Alle Jedi müssen sterben. Sich anders. Ich sehe das echt anders. Ich glaube, mit unseren verschiedenen Ansichten kommen wir echt nicht auf einen Nenner. Es sei denn, ich töte mich selbst. Dann kommen wir schon auf einen Nenner. Ja, das jeweils den Anschein, als würde ich echt in deinem Team spielen, anstatt in meinem. Zack, weg mit dir. Erlebe die Stärke des Imperiums. Ja, erlebe doch du selbst die Stärke der Republik. Des Jedi-Ordens. Der dich hier vernichtet. Zack. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ob jetzt auf die schöne jedianische Art oder nicht. Spielt ja keine Rolle. Und flupp. Sagt wie so ein Kartoffelsack durch die Gegend geschmissen. Okay, wo wollten wir denn landen? Wir haben jetzt ganz neue Möglichkeiten hier durchs Land zu ziehen. Hier seht ihr das alles, was da grün ist? Und steht ja jetzt jede Tür offen. Wir können ja... Das ist ja alles hier eine komplett neue Welt. Hier seht ihr das? Das ist alles jetzt möglich.
Das war vorher undenkbar. Zack, gib mir das mal her. Und reinstecken. So. Du da, komm her. Was ist das? Ach so. Ein Opfer für den hier begrabenen Weiß. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Zack. Es tut mir leid, mein Großer. Aber wir müssen dich leider vernichten. Auf ihn, sofort! Okay. Ja, ich habe gerade den Großen hier vernichtet. Falls ihr das hier irgendwie vergessen habt oder verdrängt ihr sowas? Ist das so eure Art und Weise, wie ihr mit Situationen umgeht? Verdrängung? Oder einfach nur draufgehen? Ich glaube, draufgehen ist eher euers, ne? Okay, okay, okay. So gesund sind wir jetzt auch nicht mehr. Okay, wir haben genug große Töne gespuckt. Jetzt müssen Taten folgen. Sauer sind sie schon. War hier nicht so ein kleiner Punkt? Nee. Aber ich höre noch Blasterschüsse. Aber nicht auf mich. Aua, doch auf mich. Okay, okay. Okay, okay. Zack, zack, zack. Okay, du machst hier echt Welle. War hier nicht so ein Checkpoint? Dude, oben kommt einer. Was hat das hier nochmal? Ach, stimmt ja. Das hat das hier rausgezogen. Brauchen wir jetzt aber gerade gar nicht. So, hier war der Checkpoint, den nutzen wir auch. Verzeihung, weil ich will hier echt nicht drauf gehen. So gar nicht. Können wir eigentlich irgendwas mit diesem Einfähigkeitspunkt schon machen? Ja, du, das Ding, das ist aber nicht so interessant. Was bist du? Durch Halten von Magnet kann Kell die meisten Gegner heranziehen und halten. Große Gegner können ruckartig in Kells Richtung gezogen werden. Ja, hier nochmal so ein verstärktes Magnet-Dingsi. Oh, nice. Haben wir so richtig so ein Finisher-Move, dann. Wie wir sie niederringen. Und. Können wir uns auch mit den Magneten da ranziehen? Weil er macht ja schon irgendwie so, finde ich, den Move jetzt. Oder. Nee, ist einfach der Drift-Move, ne? Okay. Okay, was wird das hier? Machst du die Eröffnungsrunde? Nee, ich mach die mal. Ja, nichts gegen dich jetzt persönlich, aber ich finde halt, die Eröffnungsrunde sollte dem Stärkeren gebühren. Nicht physisch, sondern einfach allgemein. Allgemein, wer da eine höhere Chance hat, diesen Kampf erfolgreich zu bestreiten. Das hier ist mein Kill. Das hier ist mein Kill. Okay, wie er da hinten rumsteht, der Typ, und einfach versucht seinen Job zu machen, aber da mir so auf die Nerven geht. Das ist nicht zu glauben. Warte mal, wir warten mal hier auf meine Macht, ja? Dann kommst du mal her. Zack. Dankeschön fürs Zusammenspielen. Wo war denn das Teil? Ach, da. Ach, was mache ich denn? Das ist doch gar nicht das Teil, wo ich ran muss. Gib mir das mal bitte. Dankeschön. Hier muss das Ding ja ran. Und jetzt werde ich irgendwann irgendwie die Möglichkeit besitzen. Oh, das ist... Ja, das ist ja... Dann werde ich jetzt die Möglichkeit besitzen. Ach so, stimmt ja. Ach nein, jetzt habe ich die Flamme kaputt gemacht. Es tut mir leid. Flop. Das Wasser muss aus. Wie machen wir Wasser aus? Können wir das mit dem... Ach nee, wir müssen das einfach nur gezielt durchschmeißen, oder? Nee, das steht hier noch voll im Wasser.
Ah. Ja, nach so 18 Minuten hat es Klick gemacht. Es tut mir leid, Leute, ey. Diese Qual. Flup. Nehmen wir lieber einen zweiten mit. Ich kenne mich ja. Flup. Ja gut, das... Ja, es war jetzt natürlich voll easy. War mir von vornherein klar, also... Ernsthaft. Ich wiederhole nochmal, warum ich... Ich habe zwei mitgenommen, ne? Verstanden, warum? Okay, ist überall böses Wasser. Ach scheiße, ey, wie dämlich. Flup. So Leute, damit sehen wir uns dann auch in der nächsten Folge. Bis dann.